Hallo, nach langer Zeit meldet sich euer Küchencode auch mal wieder. Heute will ich nichts Großartiges kochen, sondern heute will ich euch zeigen, wie man Ananasmarmelade oder was Konfitüre. Ach, egal, ich bin Schwabe, hört man auch. Bei uns heißt es Gselz, also machen wir Ananasgselz. Übrigens, nur um das mal klarzustellen, Marmelade darf nur Zitrusfrüchte enthalten. Alles andere ist Konfitüre. Aber das gilt nur für die Industrie. Kleine Manufakturen oder ich als Privatperson kann es auch gerne Marmelade nennen. Aber wie gesagt, ich mache Gselz. So, als allererstes müssen wir natürlich unsere Ananas putzen, schälen. Und wenn so braune Stellen drin sind, kommt natürlich alles weg, ist ja klar. Wollen wir nicht in der Marmelade oder im Gselz und auch nicht in der Konfitüre oder Gelee. Oben und unten einfach abschneiden. Dann wird sie am besten so von oben nach unten geschält, indem man einfach hier das Äußere großzügig abschneidet. So, wenn wir das jetzt überall gemacht haben, dann wird unsere Ananas einfach in kleine Stücke geschnibbelt. Wie man das macht, wie man kleine Stücke schnibbelt, naja, könnt ihr alle wissen, ist nicht einfach. Wir schneiden sie einfach einmal durch. So wie wir es haben wollen. Dann eben durch die andere Seite. Und schon haben wir unsere kleinen Stücke. Da braucht ihr mir jetzt auch nicht zugucken. Wenn ich alles zusammengeschnitten habe, melde ich mich wieder. Bis gleich. So, die Ananas habe ich jetzt in kleine Würfel geschnitten, ja, so 4x4 mm, weil ich noch ein bisschen kleine Würfel drin haben mag. So, das sind jetzt 1500 Gramm. Die 700 Gramm abziehen, dann haben wir immerhin noch, ja, Kopfrechnen schwer, ja. 900 Gramm Ananas. So, ihr habt euch sicherlich schon gewundert, warum der Titel nicht einfach heißt Marmelade oder Gselzeikocher, und zwar, sondern für Müsli und Joghurt. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich mag es in dem Fall etwas flüssiger haben, weil sich sonst das Gselz im Joghurt oder im Müsli schlecht auflöst. So, wir kommen jetzt noch zu einem zweiten Punkt, der auch immer wieder in jedem Video auftaucht: die Marmeladegläser umdrehen oder nicht. Dazu kann ich euch am Schluss noch ein schönes Video verlinken, aber prinzipiell geht es einfach darum, um Bakterien und schädliche Keime unschädlich zu machen, weil es gibt drei verschiedene Gelierzucker, den 1 zu 1, das ist also nur Zucker und Pektin. Dann gibt es den 2 zu 1, damit es nicht so süß wird. Wenn es natürlich weniger Zucker drin ist, leidet die Haltbarkeit, und bei 3 zu 1 ist es noch schlimmer.
Und deswegen muss in diese Packungen nicht nur Zucker und Pektin als Geliermittel, sondern auch noch jede Menge Konservierungsstoffe. Die will ich nicht haben, also nehme ich 1 zu 1. Und bei Zucker 1 zu 1, weil ja kein Konservierungsstoff drin ist, müssen in dem Fall, aber nur in dem Fall, die Gläser auf den Kopf gestellt werden, damit die Hitzeverteilung auch am Deckel landet und somit das Gesetz natürlich auch haltbar ist. Momentan schalte ich jetzt gleich mein Wasser ein, wo die Gläser und Deckel drin sind. Und die werden jetzt einfach 5 Minuten in sprudelndem Wasser sterilisiert. Kann euch nachher kurz ein Bild zeigen, aber mehr auch nicht. Dann werden sie ja, abgefüllt, Deckel drauf, umgedreht und die Marmelade ist fertig. Also, bis gleich. So, im Hintergrund kocht, demnächst hoffe ich doch zumindest, mein Wasser zum Sterilisieren von den Gläsern. In die Ananas gebe ich jetzt mal 300 Gramm ganz normalen Haushaltszucker und einmal kräftig umrühren, dass der Zucker überall hinkommt. Und den Zucker lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen mit den Ananas durchziehen, damit die noch ein bisschen Saft abgeben. Ja, ich denke mal so eine Viertelstunde und nach einer Viertelstunde sehen wir uns wieder. Da geht's weiter. So, meine Gläser haben nun 5 Minuten im kochenden Wasser gestanden. Das kann ich ausschalten. Sie kommen gleich raus. Die Ananas hier hat wunderbar Wasser gezogen. Die wird jetzt dann eingeschaltet. Und der restliche Gelierzucker kommt jetzt dazu und wird 5 Minuten ab dem Zeitpunkt gemessen, wo es anfängt zu kochen. Ja, dann habe ich noch etwas ganz Spezielles, um meine Ananas haltbar zu machen, logischerweise. Nein, Quatsch. Hat natürlich auf die Haltbarkeit überhaupt keinen Einfluss, sondern nur für den Geschmack. So, das fängt da an zu kochen. Das heißt, der Topf ist heiß und jetzt umrühren, rühren, rühren, rühren. Ist jetzt eine ganz rührende Geschichte. Und immer aufpassen, dass weder die Handschuhe noch die Ananasmarmelade uns Gesellt anbrennt. Drehen wir mal schön klein. So, die Gläser können jetzt aus dem heißen Wasser raus. Und ein wenig abkühlen, genauso wie die Deckel. Ich habe hier verschieden große Gläser genommen. Die einen haben 230 Milliliter, die anderen nur 75. Das ist nämlich genau die richtige Portion, damit das
wenn es mal geöffnet ist, auch schnell verbraucht werden kann. Weil, wie gesagt, ich will ja diese Marmelade hauptsächlich für Müslis und für Joghurt. So, umrühren nicht vergessen. Bisschen höher geht wohl, damit es schneller geht. Ich hoffe natürlich, dass meine Gläser reichen. Wenn nicht, müsste ich halt noch ein paar größere oder ein oder zwei größere Gläser nehmen, weil man will ja alles verwerten. Auch noch. So, das dauert noch ein Weilchen. Wie gesagt, es muss ja von dem Moment an, wo es kocht, 5 Minuten lang kochen. Wie etwas kocht, wisst ihr ja selber. Wir sehen uns dann gleich wieder zum Abfüllen. So, die Marmelade und das Gselz vielmehr hat jetzt 5 Minuten gekocht. Jetzt kommt mein Schluck rum rein. Ups. Das war jetzt nicht ganz so gut, dass der Alkohol so schnell verdampft, hätte ich jetzt doch auch nicht gedacht. Und was lernen wir daraus? Wir nehmen das nächste Mal ein deutlich höheres Gefäß. So, jetzt machen wir noch die Gelierprobe. Dazu nehmen wir einen Löffel, ein kaltes Teller, geben das da drauf. Und da ich ja jetzt weniger Gelierzucker genommen habe, wird es ein klein wenig länger dauern, aber man sieht schon, es geliert, wenn auch nicht ganz so schnell. Das ist genau so, wie ich es will. Ach, die Gläser sind auch heiß. So, jetzt muss die Marmelade unter das Gesetz, wie mir es schon aber sagt, einfach nur noch sauber abgefüllt werden. Da ich ja den Einmachzucker 1 zu 1 nehme, ohne Konservierungsstoffe, fülle ich die Gläserrand voll, natürlich so, dass nichts daneben geht. Ah, verschließe den Deckel gut und stelle ihn auf das Kopf. So, das mache ich mit allen Gläsern. Habt bestimmt auch schon mal
irgendwie irgendwas irgendwo eingefüllt. Ist also eigentlich auch unwichtig. Das heißt, wir sehen uns dann, wenn sie abgekühlt sind, werde ich eins öffnen und probieren. Bis dahin habt ihr jetzt mal Pause, ich melde mich wieder. So, die Marmelade ist fertig und die Konsistenz ist ganz genau wie gewünscht und ausgerechnet. Das heißt, für eine Marmelade aufs Brot wäre sie wohl etwas zu dünn, aber Mike Selz müsste sich in Joghurt und Müsli wunderbar auflösen und zum Geschmack beitragen. Ich freue mich, dass ihr mein Video angeschaut habt. Vergesst bitte nicht, mich zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, dann versäumt ihr kein Video mehr. Tschüss und schöne Weihnachten.